St. Pauli ist da und trifft zum 1:0 für den FC in der 20. Minute. Ja, wir haben es ein bisschen so rausgezittert. Ne? Für mich persönlich erstes Spiel im DFB-Pokal, dann auch direkt das Tor zu machen. Generell in meinem ersten Profi-Jahr. Ne? Und dann noch das mit dem Sieg zu krönen, war mega Gefühl. Ne? Ich war ja bei Borussia Dortmund, damals, ich sag mal, Riesentalent gewesen. Viele Angebote aus dem Ausland gehabt. Dann habe ich gemerkt, wie schnell es so nach unten gehen kann. Ne? Dann ging es mir nicht gut. Also ich habe mich so richtig abgeschottet, kann man schon sagen. Ich weiß noch, viele haben mich gefragt, ja, was war los und so. Ne? Ich war auch teilweise nicht mehr in der Schule und so, weil mir ging es einfach, also ich hatte, kann man schon sagen, so ein Burnout. War auch vielleicht Pubertät, Corona kam dazu. Dann habe ich halt eine Auszeit genommen vom Fußball, wobei das keiner verstanden hat. Ne? Ich war so ein Riesentalent und ich wollte aufhören auf einmal. Und war dann, ich glaube, nach 4-5 Monaten Pause, war ich auf dem Fußballplatz mit meinen Kollegen so. Und habe gemerkt, das ist das, was ich liebe. Und habe aber gesagt, ich will woanders hin, wieder neu anfangen. Und dann bin ich hier beim FC gelandet. Ja. Ich habe hier auch das Menschliche richtig kennengelernt. Dass es nicht nur immer ums große Geld oder um materielle Sachen geht, sondern auch ums Menschliche. Dieses nicht zu verwöhnte und alles in den Arsch geschoben kriegen. Ja, durch den FC habe ich erstmal wieder so richtig Bock auf Fußball bekommen. Nach der harten Zeit in Dortmund. Zeit habe ich alles zu verdanken. Meine Freunde, der Fußball, den ich hier richtig gelernt habe, die super Trainer, Herz, Leidenschaft, Bodenständigkeit, das habe ich alles hier gelernt und das werde ich auch weiter beibehalten, weil das ist extrem wichtig und deswegen bin ich auch noch gerne hier. Ja, man kann schon sagen irgendwo, dass man seinen Kindheitstraum so jetzt wirklich lebt. Ne? Ist halt ein bisschen komisch so, aber unfassbar geil. Ja, an dem Tag gegen Braunschweig habe ich einfach nur dran gedacht, dass also jede Mannschaft in der zweiten Bundesliga ist gut. Da musst du dich auch erstmal reinkämpfen in so ein Spiel.